Der erste Text ist von 1996 und heißt Knallflucht-Tourismus. Wenn der Schriftsteller Heinrich Heine an Deutschland dachte, dann war er um den Schlaf gebracht. So ähnlich geht es Horst Breitpohl, dem Vorsitzenden des Arbeitskreises Bettwäsche. Mit diesen Worten beginnt ein Zeitungsartikel über die Zurückhaltung der Deutschen beim Kauf von Bettwäsche. Und als ich ihn las, dachte ich, super Artikelanfang, den stehle ich, was hiermit geschehen ist. Was soll sonst noch geschehen? Ich könnte über eine Reise berichten, die mich nach Hongkong führte, aber wen wird es fesseln, dass Nutella dort in Senfgläsern angeboten wird? Ich meine Gläser mit Dinosauriern drauf, die man später zum Trinken benutzen kann. Und wenn dem Nachwuchs das Glas dann runterfällt, sagt die Mutter, macht nichts, ist ja nur ein Senfglas. Die Hongkonger Mutter hingegen sagt, macht nichts, ist ja nur ein Nutella-Glas. Nimmt ein Kehrblech und bückt sich zwecks Aufkehrens, wobei das Kind ihr frech auf den hochgereckten Hintern guckt. Man sieht also, Hongkong ist nicht sehr aufregend. Es gibt 1000 funkelnagelneue Hochhäuser, die sofort abgerissen und durch noch neuere ersetzt werden, sobald ihr Funkeln nachlässt und ein geradezu als asiatisch zu bezeichnendes Gedränge, aber alles andere, was man von einer 6-Millionen-Stadt erwartet, gibt es nicht zu sehen und zu erleben. Kriminalität etwa oder Prostitution, null Anzeichen einer florierenden Drogen- oder wenigstens Kunstszene. Lediglich Säcke mit getrockneten Pilzen sieht man überall und Nudelsuppe mit kilometerlangen Nudeln drin, die das peinigendste Sodbrennen der Welt erzeugt. Wer ohne Bullrichsalz nach Hongkong reist, der dürfte schief gewickelt sein. Hongkong ist sehr gebirgig. Die doppelstöckige Straßenbahn kostet 25 Pfennig und jeden Tag bekommt man eine neue Portionsflasche Haarconditioner aufs Hotelzimmer gestellt. Ich habe sie alle mitgenommen und jetzt stehen sie auf meinem Toilettenspülkasten und sind mir bei der Suche nach dem Sinn des Lebens nicht behilflich. Hongkong verfügt über 91 Filialen von McDonald's, während es Burger King keinen einzigen gibt. Und das, obwohl mir alle Leute, die sich da auskennen, versichern, Burger King sei besser als McDonald's. Die Produkte von Burger King scheinen mir in der Tat nicht ganz so tamponös zu sein wie die der Mitbewerberkette. Man sagt ja, depressive Menschen ließen sich nicht nur an ihrer Vorliebe für die Farbe lila, sondern auch an ihrem Hang zu weichen Nahrungsmitteln erkennen. Aber die Hongkonger wirken insgesamt recht heiter. Sie sehen sehr nett aus in ihrer teuren modischen Bekleidung. Sie hören Simply Red, tun ihre Pflicht, können unerwarteterweise überhaupt kein Englisch und trinken Softdrinks. Unauffällig und unvernörgelt erledigen sie ihre Biografie, wobei Conditioner ihren Haaren einen schimmernden Liebreiz verleiht. Gern würde der europäische Besucher fremde Passanten intensiv kämmen, aber das wäre schwierig, denn die Hongkonger gehen wunderbar zügig durch ihre Stadt. Und wenn einer sagt, dies sei der Grund, warum dort immerzu die Sonne scheint, dann hat er ganz bestimmt Unrecht, aber einen gewissen Charme. Es gibt einen Song von Tokotronic, in dem die Frage gestellt wird, ob die Leute auf der Straße eigentlich absichtlich so langsam gehen, nämlich um andere fertig zu machen. Als ich das Lied vernahm, überkam mich eine große Identifikation. Ja, dachte ich, wie viel weiter könnte ich sein im Leben, wenn all die Menschen, die jemals auf der Straße vor mir gingen, etwas flotter gewesen wären. Hongkonger können mit dem genannten Klage- oder Fragelied jedoch nicht gemeint sein. Deutsche und Österreicher sind gemeint. Im Wissenschaftsteil einer deutschen Tageszeitung wurden vor kurzem die Ergebnisse einer Untersuchung bekannt gegeben, die zum Ziel hatte, herauszufinden, wie schnell die Bewohner verschiedener Städte durch die Fußgängerzone laufen. Hamburg 5,33 Kilometer pro Stunde, Köln 5,22, Berlin 5,18, Frankfurt 5,08, München 5,04, Wien 5,00. Als ich einmal bei McDonald's war, fragte gerade eine Abordnung charmanter Studentinnen der Universität Hongkong westliche Besucher aus.
Sie wollten erkunden, ob die Neigung der Chinesen, bestimmte Dinge zu essen, dem Tourismus schade. Zu diesem Zweck stellten sie unwissenschaftliche Suggestivfragen, wie zum Beispiel, ob ich gehört hätte, dass in einigen Restaurants der Stadt schreckliches Essen angeboten werde, worauf ich beinahe gesagt hätte, dass ich Your Stinky Noodle Soups in der Tat für schreckliches Essen hielte und die Sitte, Nudelsuppe mit Stäbchen zu essen, für eine antiquierte regionale Schrulle. Doch die Studenten fügten rasch hinzu, was genau sie mit Terrible Food meinten, nämlich Schlangen und Hunde. Ob ich vorhätte, aus diesen Tieren zubereitete Gerichte zu verzehren. Ich antwortete, dass ich dies wahrscheinlich nicht tun würde, aber überhaupt nichts dagegen hätte, wenn Hunde gegessen würden, da diese ja nicht gerade vom Aussterben bedroht seien. In Deutschland gäbe es ungefähr doppelt so viele Autos wie 1970, aber schätzungsweise 10-mal so viel Hunde. Früher hätten eigentlich nur Hitler und die Jakobs-Sisters einen Hund gehabt. Heute hielten sich alle, die nichts zu tun hätten, vom autonomen Zerfetzti bis zur reichen Vorortschnatze, ganze Rudel dieser indezenten Tiere. Und wenn man sympathische Rinder und Schweine schlachte, dann brauche man den lästigen, weil durch ihre Übermotorik unbuddhistische Unruhe verbreitenden Hunden keine Schonung zu gönnen. Am besten freilich, man würde überhaupt keine Tiere essen. Die Studentinnen waren unzufrieden. Sie hatten in der Schatztruhe meiner Antworten keine Perlen entdeckt. Nun drängt sich wohl auch dem dümmsten Leser die Frage auf, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Hongkong und Paris? Ich weiß ihn. In Hongkong bekommt man in Lokalen sein Wechselgeld nicht auf Blumentopfuntersetzern gereicht. Ich weiß sogar noch einen Unterschied, nämlich den zwischen Horst Breitpol und Werner Matzke. Horst Breitpol ist Vorsitzender des Arbeitskreises Bettwäsche und Werner Matzke ist der Sprecher des Verbandes der deutschen Daunen- und Federindustrie. Das ist natürlich noch lange keine befriedigende Antwort auf die Frage, wie es kam, dass ich in die Stadt mit den langen Nudeln und der längsten Rolltreppe der Welt flog. Es kam so. Ein Freund erschien und sprach, ich will Silvester in Hongkong verbringen und du kommst mit. Ich entgegnete, na, wenn du meinst, mein Gebieter, dann ja. Gelegentlich liebe ich es nämlich, mich willenlos fremder Bestimmung auszuliefern. Normalerweise sagt mir nie einer, was ich tun soll. Alles entscheide ich selbst, morgens, abends, in nebligem Mond. Umso mehr genieße ich es daher bisweilen, wenn mir jemand mal was befiehlt oder verbietet. Wunderbar ist es, an einer roten Fußgängerampel auch dann stehen zu bleiben, wenn alle anderen Passanten es für nötig halten, wie rebellische Teenager zwischen den fahrenden Autos herumzuhecheln. Der niederländische Schriftsteller Harry Mulisch soll gesagt haben, an einer roten Ampel stehen zu bleiben, das sei typisch deutsch. Als ich dies hörte, dachte ich, aha, so, so. Man kann also gleichzeitig Niederländer, Schriftsteller und Inhaber der allerödesten Ansichten sein. Naja, wenn er Freude daran hat. Es ist nämlich nicht typisch deutsch, sondern typisch okidoki, an einer roten Ampel stehen zu bleiben. Auch die Hongkonger bleiben gern stehen. Sie gehen in geschäftigem Tempo durch die Stadt und bleiben an Ampeln stehen. Das ist vorbildlich. Mir wird von oben, von einer süßen, anonymen Macht, eine Pause angeboten. Und ich bin so entgegenkommend, dieses Angebot anzunehmen, indem ich friedensreich verharre. Warum soll ich unentwegt um Souveränität und Unabhängigkeit ringen? Ich bin doch kein pubertierender Zwergstaat. Der rote Mann bietet mir eine freie Minute an und ich als freier Mann knabbere den Zeitsnack gern. Sich kurz und freiwillig dem Geheiß des roten Mannes zu unterwerfen, erspart einem nicht zuletzt den Gang zur Domina.
Ist doch viel besser, ein bisschen am Zebrastreifen zu stehen, als sich von einer geldgierigen Ziege Streifen auf den Rücken peitschen zu lassen. Deshalb bleibe ich immer schön stehen, es sei denn, es sind Kinder zugegen. Dann gehe ich auch bei Rot, damit sie schreien können: Sie sind aber ein schlechtes Vorbild. Das haben ihre Erzieher in sie einprogrammiert. Und man muss ihnen ja Gelegenheit geben, das Erlernte abzuspulen. Lustgewinn empfinde ich auch an Orten, wo man mir das Rauchen verbietet. Sich einem harmlosen Diktat ganz selbstverständlich zu fügen, ist eine süße und runde Sache. Da denke ich, eine mir unbekannte Autorität verbietet mir etwas und in mir regt sich kein Widerstand. Ich beginne zu ahnen, was Frieden sein könnte. Überlegungen anregend sind übrigens Schilder, aus denen hervorgeht, dass die Verbotsautoren vom Verbieten eigentlich gar nichts halten. Am Schaufenster einer Kaffeekneipe mit nachmittagsfrühstückender Kundschaft klebte neulich ein Zettel, auf dem stand: Liebe Leute, hier bitte leider keine Fahrräder abstellen. Natürlich lassen sich die lieben Leute von einem dermaßen hasenfüßig formulierten Verbot gar nicht beeindrucken und alles ist schwarz vor Fahrrädern. Wenn man meint, anderen etwas verbieten zu müssen, dann muss das mit Schmackes, mit rotwangiger Überzeugung geschehen. Wenn ich irgendwo lese, Rasen leider nicht betreten, dann würde ich ein Zäunchen übersteigen und mich auf dem Rasen kugeln vor Lachen über das verzagte Gemenschel. Vieles, was heute für einen selbstverständlichen Kauf zu nehmendes Übel gehalten wird, hätte, wenn es neu wäre, nicht die geringste Chance auf gesetzliche Zulassung. Würde ich heute die Zigarette erfinden oder die Hundehaltung, man würde meine Errungenschaften bekämpfen wie Kinderpornografie im Internet. Oder das aggressive Privatgeknalle um Silvester herum. Vielleicht würde man sich um einen Kompromiss bemühen und wie mancherorts ein nettes, zentrales Feuerwerk zur allgemeinen Ergötzung zünden oder irgendwo einen netten, zentralen Hund aufstellen. Manche Deutsche können es ja gar nicht fassen, wenn sie hören, dass man in anderen Ländern nicht eine geschlagene Woche lang von enthemmtböllernden 10-Jährigen drangsaliert wird, sondern dass dies im Großen und Ganzen eine Eigenheit Deutschlands und einiger kultureller Dependancen ist. Schon in der Schweiz gibt man sich sympathisch privat knallfaul und auch in Hongkong spritzen die Leute einander nur spaßig gemeinte Plastikfäden aus Sprühdosen in die Haare und in die Nudelsuppe. So war es einer der sanftmütigsten Jahreswechsel, die mir je vergönnt gewesen sind. Wir saßen Hefeweizen trinkend in einer überauthentischen, also die deutschen Vorbilder qualitativ übertreffenden Kneipe namens Schnurrbart, inmitten von Chinesen, die sich an Schmalz- und Leberwurstbroten gütlich taten. Da die chinesischen Stullenfreaks nicht müde wurden, ein bestimmtes Lied von Simply Red zu drücken, spielte ich ihnen nach einiger Zeit einen frechen deutschen Streich. Ich warf ganz viele Münzen in die Musicbox und programmierte sie so, dass 12-mal hintereinander das Lied Isobel von Björk erscholl. Nein, ich glaube, es heißt Isobel. Sonst war nichts Gescheites in der Maschine. Die Chinesen tatzelten mich dafür aber nicht, sondern fuhren vergnügt mit der Verputzung der Graubrotscheiben mit grober westfälischer Landleberwurst fort. Eigentlich hatte ich Silvester ganz anders verbringen wollen. Vor einigen Jahren war in der Zeitung von einem Silvesterunglück in Hongkong zu lesen gewesen. In einem Vergnügungsviertel waren die Leute dicht gedrängt auf einer steilen Straße gestanden und hatten Bier getrunken. Mit der Zeit hatten sie so viel Bier auf die Straße verkleckert, dass jemand ausrutschte, dadurch andere zu Fall brachte und eine verderbnisbringende Kettenreaktion auslöste. 19 Menschen waren gestorben. In dieser actionträchtigen Straße wollte ich eigentlich zechen. Aber beim Vorbeigehen am Schnurrbart bekam der Begleiter, der eine Woche lang nichts lieber getan hatte, als durch Gedränge gehend mit Stäbchen Nudelsuppe zu essen, Leberwurstbrot bedingte Stielaugen.
Zurück am Hamburger Flughafen nahm ich mir ein Taxi. Der Fahrer fragte mich, wo ich gewesen sei. Ich gab brav und müde Auskunft. Da meinte er, dann wüsste ich wohl gar nicht, dass die Alster zugefroren sei. Doch, ich weiß, gab ich maulfaul zurück. Ich hatte ja immer die Welttemperaturentabelle in der South China Morning Post gelesen. Ach so, ja, sagte der Fahrer, in Hongkong gibt es ja auch Fernsehen, worauf ich dann aber doch meinte, erwidern zu müssen, dass das Zufrieren der Alster nicht zu den Ereignissen zählt, die in chinesischen Fernsehkanälen übertragen werden. Darauf der Fahrer, wieso nicht? In meinem Kühlschrank hatte sich während meiner Abwesenheit aufgrund einer durch Abreisehektik verursachten Unachtsamkeit ein Schimmel gebildet, welcher ungewöhnlich pelzig, fast schon hübsch war. Da fiel mir ein, dass es heutzutage doch möglich sein müsste, den pelzigen Eigenschaften des Schimmels gentechnisch so beizukommen, dass man daraus einen Pelzmantel herstellen kann. Damen in Schimmelpilzpelzen werden bei Marx und Spencer gefrorene Orchideen kaufen. Das werde ich noch erleben, denn ich bin ja noch jung und habe Bullrich, Salz und quetsch mein Gastrecht aus. Danke.